Wenn ihr günstige Coins, PSN-Cards oder Xbox Live-Cards braucht, dann checkt gerne die Beschreibung ab. Ebenfalls mein Zweitkanal mit Footrafts. Danke für eure Unterstützung und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Foot Champions Rewards Pack Opening und heute zum wohl besten Team of the Week aller Zeiten. Das ist nicht mehr normal. Nainggolan, Hazard, Vidal und viele mehr. Wir werden uns das natürlich gleich geben. Lasst auf jeden Fall ein Like dafür, meine besten Rewards überhaupt. Denn ihr wisst es ja, wir haben 37 Siege hier auf der PS4 geschafft. Mein Rekord mit einem Disconnect heißt 38 Siege und wir hätten es vielleicht sogar auch in die Top 100 packen können. Jungs, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt will ich hier hoffentlich geile Rewards bekommen. Es sind natürlich die Elite 1 Rewards. Die können krass sein, ihr wisst es. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam einmal das Team of the Week Nummer 10 an. Was sind das alles für Spieler? Arturo Vidal. Dann haben wir hier Paul Pogba. Natürlich auch Raja Nainggolan haben wir schon gesehen. 87 rated. Und Eden Hazard als 91 rated Informcard im ZOM. Heißt, man kann ihn auch im Sturm spielen und so weiter. Wenn wir eine von diesen vier Spielern ziehen würden, das wäre natürlich ein richtiger Traum. Also das wäre alles, da würde ich einfach nicht mehr meckern. Sind wir mal ehrlich, wenn man einen von diesen vier Spielern zieht, dann kannst du zufrieden sein, kannst du zufrieden schlafen und schreibt mal rein natürlich, was ihr in euren Rewards hattet. Ich glaube, jeder öffnet gerade die Packs und ja, Icardi gibt es natürlich sonst auch noch. Ist ganz stabil, kann man ziehen. Dann Lorenzo Insigne, Max Kruse hat auch noch einen Inform und als Innenverteidiger haben wir hier Skoda Mustafi, der auch eigentlich richtig krasse Werte hat. Dante gibt es auch. Und ansonsten Pastore hier. Aber ich hoffe einfach mal, Wilson wäre vielleicht auch noch ein bisschen was wert. Ich hoffe mal, dass hier hoffentlich einer von diesen vier Spielern kommt. Und Eden Hazard, Jungs, werden wir uns hoffentlich dann nach diesen Rewards leisten können. Ihr seht es, wir haben 1,3 Millionen Coins. Und mein Team, ihr kennt es vielleicht noch vom letzten Mal, sieht wie folgt aus mit Cristiano Ronaldo, Pelé und Alessandrini. Und jetzt hier in der Mitte, ihr wisst es, wer hier perfekt reinpassen würde. Natürlich Eden Hazard. Wir stellen auf die 4-2-3-1 um. Ihr wisst ja, denke ich, alle, wie wir spielen. Und das wäre einfach krass. Stellt euch mal vor, wir würden ihn jetzt ziehen. Wäre natürlich Premium. Oder wir würden jetzt hier irgendwie 300.000 Coins oder sowas reinholen, dass wir uns den dann natürlich auch so einfach kaufen können. Also Eden Hazard muss sein. Und ja, da bin ich gespannt, wie er dann in dieser Weekend League spielt. Ich hoffe einfach mal, dass wir 300.000 Coins hier aus diesen Belohnungen erhalten werden. Wir drücken jetzt mal drauf, holen uns diese Elite 1 Rewards ab. Jungs, 37 Siege bekommen, natürlich 2 Premium Team of the Week Sets, 200k Packs, da kann schon was Gutes drin sein. 125.000 Münzen, ich zeig's euch jetzt hier nochmal, falls ihr mir nicht glaubt. 37 Siege, das ist einfach nicht mehr normal. Und ja, hoffentlich hier Belohnung. 38 sind ja am Start hier. Tim natürlich mit 38 Siegen. Der Typ, Alter, kann einfach so ein Top 100 Pack da öffnen, ist nicht mehr normal. Aber Elite 1 ist, denke ich, auch ganz stabil. Und ich hoffe mal, dass EA das würdigt, diese 37 Siege. Und uns vielleicht einfach eine krasse Karte gibt. Wir haben hier noch 2 seltene Goldspieler-Sets. Dazu noch 2 Jumbo-Premium-Goldspieler-Sets. Die werden wir, glaube ich, zuerst einfach mal öffnen. Und vielleicht wird da hier schon eine geile Karte kommen. Leider nicht. Es wird natürlich keine 83-Plus-Karte. Aber wir haben Zeit. Wir können warten. Kein Problem. Non-Rare-Spieler und so weiter sind natürlich was wert. Nicht Saha. Und morgen, obwohl die kann man eigentlich immer noch so für 550 verkaufen, ist eigentlich relativ in Ordnung. Dafür, ja, sage ich mal, dass ihr, wenn ihr solche Packs bekommt, immer ein bisschen Gewinn macht, solltet ihr die auf jeden Fall nicht abstoßen. Und jetzt kommt hier schon ein 83-Plus. Vielleicht hier ein geiler Walkout schon. Schweiz, Torwart, okay. Es wird Berkey 84 rated. In so einem Set, ich glaube, das ist ein 15k-Set, ist das, denke ich, schon, ja, ordentlich und hoffentlich auch ein Zeichen jetzt hier, dass unsere Packs geil werden. Den können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Schreibt auch mal rein, was denkt ihr, wird Berkey im Winter den Platz, sage ich mal, abgeben müssen? Wird sich Dortmund irgendwie zum Beispiel Trapp holen oder was auch immer? Einfach mal raushauen, wenn ihr Dortmund-Fans seid oder natürlich auch nicht. Wenn ihr nicht Dortmund-Fans seid, könnt ihr natürlich trotzdem predicten. Jetzt haben wir hier noch 5 Zwei-Spieler-Sets, die werden wir auch einfach mal mitnehmen. Und direkt kommt schon wieder ein 83-Plus. Die kann wir natürlich nicht verkaufen. Aber sollte es jetzt Messi sein, dann hätte ich kein Problem damit. 83-Rated Gaitan. Ja, ich meine, 83-Rated kannst du gut abgeben. Das ist noch in Ordnung mit Snyder. Oha! 2 83-Spieler im
Pack ist ordentlich, sehr schön für SBCs, ihr wisst es, immer gut. Und jetzt haben wir noch 4 Stück hier am Start, ob vielleicht jetzt direkt hinterher noch ein 83 Plus kommt. Hä? Was ist denn heute los? Ey, das ist ein Zeichen, kommt schon was Gutes. Es wird Griechenland, Innenverteidiger Kostas Manolas. Also, ich will es ja jetzt hier nicht bescheiden, aber das sieht gar nicht schlecht aus. Kostas Manolas, kannst du immer gebrauchen, ich bin ehrlich. Das ist stabil, hä? Was ist... Jungs. Alles klar, 284 Rated Spieler, Benatia und Manolas. Und die kann man ehrlich gesagt auch beide spielen. Und ja, packen wir in den Verein. Sehr schön, sieht gut aus. Mal gucken jetzt, ob wir es nochmal schaffen können. Dann wäre es, glaube ich, der 4. 83 Plus hintereinander. Wäre natürlich stabil. Kommt jetzt aber erstmal keiner, das wäre natürlich auch zu schön, um wahr zu sein. Überspringen wir das Ganze mal und ich denke, das ist jetzt nicht so interessant. Baumann, komm schon, Alter. Wenigstens auch in den 100k-Packs, da kann ja auch schon was Gutes drin sein. Wenn die mich schon, ja, übereinstimmen, sage ich mal, zufriedenstellen, dann bin ich leise. Da könnte ja vielleicht meine erste Icon kommen. Ich habe immer noch keine Icon, warte hier sehnlichst. Ja, Bruma und Co. haben wir schon, können wir abstoßen. Und jetzt hier das letzte 2 seltene Goldspieler-Set. Vielleicht nochmal mit einem 83 Plus. Ich flehe euch an, ey, gib mir genau ein 83 Plus. Und wer wird es? Und es ist England. Zentrales Mittelfeld, Liverpool. Lallana, es hätte Dele Alli sein können, Harry Kane wäre auch nicht schlecht gewesen, aber Lallana, ja, 83 rated. Ich meine, wir haben schon echt viele Leinwände gezogen mit Nzonzi. Was ist los? Immer 283 rated Spieler hinterher. Ja, das ist ordentlich. Und das wird jetzt hoffentlich noch besser, denn 4 Packs sind noch am Start. Und das sind natürlich die goldenen, das sind die Diamanten. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten 100k-Pack und wir nehmen, glaube ich, das Pack hier. Und vielleicht ist es ja das Glückliche, schon direkt zum Start. Erstes 100k-Pack. Wer wird es sein? Komm schon, was Gutes! Kein 83 plus im 100k-Pack. Alter. Xherdan Shaqiri. Alles klar? Alles klar? Da muss ich jetzt gerade durchatmen. Das ist... Okay, Leroy Sané. Leroy Sané rettet mir da gerade sowas von den Hintern, Alter. Leroy Sané, okay, kostet wahrscheinlich trotzdem nur 20, maximal... Ja, ich weiß gar nicht, 20.000? Ja, ungefähr. Es gibt, glaube ich, schlechtere 100k-Packs. Also so gesehen vom Wert her, aber vom Rating ist das echt eine Katastrophe gewesen. Ach, du Heilige. Okay, können trotzdem natürlich die ganzen Spieler erstmal auf die Transferliste hauen. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht das Zeichen wird auch für diese Inform-Packs. Sag mir bitte nicht, dass das das Zeichen für diese Inform-Packs ist. Wir haben noch ein 100k-Pack und öffnen es jetzt. Und wer wird es? Hoffentlich hier wenigstens ein Leinwandspieler. Jetzt kommt schon. Jawohl, okay, ich wollte schon sagen, wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann gehe ich nach Hause. Es ist Argentinien, Innenverteidiger, Manchester City. Otamendi. Otamendi, Jungs. Otamendi. Die 100k-Packs sind schwächer als die 2 seltenen Goldspieler-Sets. Oh, Timo Werner. Oha, oha. Ich muss trotzdem gerade ein bisschen schlucken. Timo Werner kostet fast 3000. Okay, 3000 Coins. Dann nehme ich das natürlich zurück. Jetzt ist natürlich die Anspannung da. Wir kommen nämlich gleich zum ersten. Zum allerersten Inform-Pack. Und da will ich einfach was Gutes. Okay, Amate müssen wir jetzt abstoßen. Ja, das sieht vielleicht nicht so geil aus. Dann können wir gleich nicht nach dem Preis gucken. Deswegen haben wir hier noch irgendeinen, den wir... Ja, komm, packen wir Werner einfach erstmal in den Verein. Und dann schauen wir später nach. Denn jetzt wird es... Denn jetzt wird es spannend. Wir öffnen gleich unser erstes Premium Team of the Week Set zum wohl besten Team of the Week. Lasst natürlich gerne eine Bewertung da für mehr, für diesen Schwitz, für diesen Kampf. Ihr könnt euch natürlich auch nochmal angucken, wie wir diese 37 Siege geholt haben. Ist richtig krass geworden. Und jetzt starten wir mit dem ersten Inform-Set. Ich mache es mit der Nase. Jungs, lasst es einfach einer von diesen 4 sein. Los geht's. Und es wird bitte Belgien oder so. Komm schon. Es wird Argentinien Stürmer. Es wird Mauro Icardi, 87 Rated Workout. Das ist natürlich schon mal was Gutes.
Okay, okay, okay. Mein Herz ist am Pochen. Da kann... Warte mal, 87 rated. Ich weiß nicht, ich habe Vidal 87 rated. Das könnte noch besser sein. Kostet, glaube ich, easy 150k oder sowas. Und jetzt hinter Icardi. Es ist schon mal kein Hazard. Aber welcher Spieler wird es jetzt dahinter sein? Komm schon, lass es. Jetzt hier bitte noch was Gutes klingeln, Digga. Icardi und... Ah, Neto. Und Delete, ey. Delete. Hat aber gute Stats. Neto, muss ich sagen, ist auch nicht schlecht. Und vor allem Icardi kann man sich jetzt wirklich nicht beschweren. Ja, 87 Rated Walkout. Er kostet 130.000 Coins. Das ist, würde ich sagen, ja, es geht viel schlechter. Wir hätten jetzt Kruse zum Beispiel als Besten ziehen können. Und da wäre ich natürlich an die Decke gegangen. Ja, oh, die wollte ich gar nicht. Ach, shit, was habe ich jetzt gemacht? Wir packen die erstmal in den Verein und gucken dann vielleicht später nochmal nach. Und müssen jetzt hier, zack, Icardi nochmal in den Verein tun. Vielleicht ist das dann ein gutes Zeichen, wenn wir Icardi in den Verein hauen, dass er dann nicht nochmal kommt und dass vielleicht gleich Eden Hazard auftauchen wird. Okay, Icardi 87 Rated Walkout ist schon mal ordentlich. Aber ich will hier noch was Besseres. In 3, 2, 1, wünsch mir Glück. Und jetzt wird es geöffnet. Pogba, Vidal, Nainggolan, ich will Belgien. Ich will Belgien sehen und wer wird es? Komm schon, bitte. Es wird Argentinien. Zentrales Mittelfeld. Pastore Walkout. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, ey. Es wird Pastore. Oh. 85er Walkout. In unseren Elite 1 Rewards. Ey, ich weiß nicht, ey. Icardi, was tust du uns da an? Ich dachte, es kommt nochmal Icardi, ehrlich gesagt. Wer wird noch da sein? Zila und Yunus Mali. Pastore wird bestimmt nichts kosten. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich wollte schon sagen, wahrscheinlich 200.000 Coins. Okay, 45k. Ja, 40.000 ungefähr. Zila kostet, denke ich, nichts. Ja, ich sag mal so, schreibt mal rein, eine Skala 1 bis 10, was ihr diesen Packs geben würdet. Ich würde es so eine 7, ja, eine 7 von 10 maximal geben. Und Yunus Mali kostet wie viel? Wir werden es sehen, 12.000 Coins, alles klar. Bester Spieler ist Icardi geworden. Ja, hätte uns viel schlechter treffen können, hätte uns aber auch viel besser treffen können. Und deswegen sage ich gar nichts mehr. Bewertet das einfach selber, schreibt mal rein, was ihr gezogen habt. Und dann kann ich nichts mehr sagen. Macht's gut, Jungs. Haut rein und bis zum nächsten Mal.